Willkommen zurück zu Devil May Cry 3. So, wir machen weiter mit Auftrag 11, Rache. So, hier ist schon wieder so ein doofes Pfeilviech. Ja, es sind sogar mehrere. So, nein. Blödes Ding. Okay. Ja, ich gehe dann einfach mal irgendwo hin. Keine Ahnung, wo ich da genau hin kann, muss, soll. Oh, da liegt was. Ein Teufelsstern. Sieht so aus, als könnte man dort oben irgendwie hin. Ja, da ist auch irgendwas. Hier allerdings nicht. Oh, Geheimauftrag Nummer 7. Hang 10. Holen Sie sich innerhalb der vorgeschriebenen Zeit das Fragment der blauen Kugel. Okay. Gut, wir laufen einfach ganz schnell. Kusch, weg mit euch. Was? Ah, ganz voll. Kann ich im Prinzip schon neu starten? Oh. Der startet den ganzen Auftrag neu, ja schön. Ja toll. Also, wo war das jetzt nochmal? So, hier haben wir einen Teufelsstern. So. Wie mache ich das jetzt am schnellsten? Nein, ich bin noch davor gestanden. Willst du mich verarschen? Alter, wie soll ich das schaffen? Ja, Dämonenenergie habe ich jetzt auch keine mehr, dann eben nicht.
So, dann eben die. Naja, egal. Wir gehen einfach mal weiter. Aha. Was zu? Okay. Komisches Zeugs. Altar des Bösen. Aha. Gut, wir haben hier drin also ein Rätsel. Mal gucken, ob das so schwer wird. Anscheinend nicht. Drei abartige Gesichter sind in die Statue gemeißelt. Dem mittleren Gesicht laufen blutige Tränen über die Wangen. Gut, aber hier gibt es anscheinend nichts, was jetzt sofort einem ins Auge sticht. So, wir laufen erst. Okay, irgendeinen Felsblock zum Rumschieben. Okay, es ist ein weiterer. Okay. Ich dachte, das sind Türen. Die Dinger müssen also einfach da rein. Gut, sollte nicht so schwer sein. Ja, er könnte sie ja eigentlich einfach schieben, aber nein, er müsste mit dem Schwert verprügeln. So, sind die Schwerter gemeißelt, zwei davon weinen blutige Tränen. Okay. Gut, dann bringen wir das dritte Gesicht noch zum Weinen und dann sollte das Rätsel eigentlich gelöst sein. So, alle drei weinen jetzt blutige Tränen. Und jetzt kommen Dämonen. Genau. Ach, nicht das Ding schon wieder. Stirb einfach. So, erledigt. So, und die Tür ist jetzt wo aufgegangen?
Na, wo war es denn? Ah, da. So, gibt's hier irgendwas? Nee. Sühnenwagenhaltestelle. Okay. Oh. Ah, okay. So, einmal ein Weihwasser. Das Ding kann ich noch weiterschieben. Gibt es da hinten noch irgendwas? Nur eine Technik von Stürmen und Flammen kann mich bewegen. Ah, toll. Natürlich habe ich jetzt nichts. Also die Schwerter nicht ausgerüstet. Klasse. Naja, egal. Aha. Hallo? Euch möchte ich nicht unbedingt mitnehmen. Hi. Ach Gott, ich komme mit der Waffe noch nicht zurecht. Das ist echt furchtbar. Husch, stirb. Einfach. So. Das ist erledigt. Hey, ich kann dir meine Ausrüstung ändern. So, einmal das austauschen mit Agnes und Bruder. Dankeschön. Mal gucken, ob ich jetzt vielleicht auch zurückfahren kann. Das wäre total toll. Ja, es geht zurück. Oh, na klasse. Gut, dann müssen wir jetzt eben gegen die mal eben kämpfen. Ich bleib mal eben kurz beim Schwert. So, Platz da drüben mal. Boom. So, da sind wir jetzt zurück. Um das Ding hier zu vermöbeln.
Sehr schön. Ein Fragment der blauen Kugel und somit ist wieder eine blaue Kugel vollständig. So, mehr Lebensenergie. Und dann, naja. Fahren wir wieder zurück. Ja. Sehr gut, zack. Spinnst du? Komm mal hier und stirb einfach. So. Oh Gott. Na gut. So, wir sind wieder zurück. Gucken wir doch mal eben, ob wir irgendwas kaufen können. Also so ausrüstungstechnisch. So, ich glaube, die möchte ich wieder umtauschen. So, Aktionen. Gut, Rebellion ist fertig. Cerberus ist jetzt nicht so mein Fall. Agni und Judas sind auch fertig, weil das kaufe ich nicht nochmal. Und Nevan, werden sie gehen in der Luft und rufen sie dann einen Schwarm blutrünstiger Fledermäuse zur Hilfe, die den Rest erledigen. Und ich muss den Stick nach unten bewegen und reinkommen. Okay, dann Air Raid. Nach Verwandlung in einen Dämon können sie ihre mächtigen Dämonenschwingen ausbreiten und eine Weile in der Luft schweben. Mhm. Volume up. Erhöhen sie das Tempo, mit dem sie Fledermäuse herbeirufen, mit dieser reizenden Melodie. Diese passive Fähigkeit ist immer verfügbar. Oh. Gut, da brauchen wir 20.000, dafür schon 10.000. Wir können uns eh nichts leisten. Jo. Gehen wir einfach mal weiter. Die Folterkammer. Okay, da kommt doch jetzt bestimmt irgendwas. Give me a break. Tell you what, next time I'll try and wear some cologne, okay? It's the stench of betrayal, the odor of that accursed Sparta. I will annihilate every last blood relation of Sparta! A son cleaning up his dad's mess, huh? Where have I heard this story before? Yeah, was machst du denn? Wie, was bist du denn für ein Vieh? Was zur Hölle? Was
Alles zählt aber nicht. So, das war's. Okay. Gut, dieses geflügelte Ding haben wir besiegt. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Hm, sieht nicht so aus. So ein Zufall. Der Typ ist weg. Und wieder ein B. So, zack. Erstmal speichern wir das Ganze. Und ja, dann machen wir einfach mal weiter. Like that, I won't be able to tell it now, will I? Thought I was a goner for sure. Oops. You saw it too, didn't you? That huge tower jutting out of the ground. That thick shaft that causes women to shudder. It's actually a tunnel. Linking the demonic domain to the human world. And of course, your brother Vergil is the one who controls it by using your mommy's amulet. Amulet? He's headed to the control room in the basement. If you don't hop down there quick like a bunny, he'll open the gate to hell! Isn't that a scary thought? And you're telling me this because... Oops! I forgot to mention one teeny little item. That gizmo there is actually the key to move forward. But the tricky thing is, it sucks the souls of those who hold it. So I think you better hurry. But in return for your soul, it'll give you power. Marvelous, isn't it? Just let your young spirit drive you and go for it! Wish you would have told me that in the first place, you big mouth moron. Alles klar. Auftrag 12, Jäger und Gejagte. Erobern Sie die Brücke zurück, bevor die Seele auf ewig verloren ist. Alles klar, gut. Ich würde mal sagen, das machen wir dann erst in der nächsten Folge, weil wenn ich da jetzt die ganze Zeit Lebenspunkte verliere, was ich befürchte, dann wäre das ein bisschen doof, naja, mittendrin Pause zu machen. Gut, deswegen ist die Folge jetzt schon vorbei und in der nächsten Folge geht es dann, ja, um Auftrag 12.
Gut, dann erstmal danke fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Folge. Ciao. Sweet dreams. Wanna know the name? Devil May Cry.